Mein lieber Skorpion, herzlich willkommen zu deinem astrologischen Kanal. Ich bin Emmanuel von Zenstern, dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Am 1. geht Merkur in Schütze ein. Und das heißt, bis 21. des Monats wirst du dich ernsthaften Gedanken um eine Situation machen, die in deinem Leben nicht mehr funktioniert. Wahrscheinlich machst du dir Sorgen um deine Finanzen und Zukunftsmöglichkeiten. Themen wie zum Beispiel Umzug, Reise und Behörde können wichtig sein. Zwischen 2. und 6. des Monats bilden Venus und Neptun einen harmonischen Aspekt miteinander. Im Bereich der Liebe und Beziehung ergibt sich eine äußerst positive Konstellation. Es besteht die Möglichkeit, sich mit jemandem tiefgründig zu verbinden. Kreative Unternehmungen und Schönheitsreparaturen sind begünstigt. Eine Frau dürfte sich als sehr gefühlvoll und hilfsbereit zeigen. Zwischen 7. und 9. haben wir Sonne Quadrat Neptun. Man könnte körperlich schwach und vor allem tief verletzt sein. An diesen Tagen solltest du dich am besten zurückziehen, mein lieber Skorpion, und nur das Notwendige sagen. Im Bereich des Geldes können Verluste an diesen Tagen entstehen. Zwischen 10. und 11. des Monats haben wir Sonne Trigon Mars. Du dürftest eine neue Initiative mit viel Mut und Selbstüberzeugung ergreifen. Im Alltag wirst du gut vorankommen können, wenn du dir mehr Klarheit über Möglichkeiten und Grenzen bekommst. Zwischen 12. und 13. haben wir Merkur Quadrat Neptun. Es empfiehlt sich, keine Schnellschlüsse und voreilige Handlungen zu vollziehen. Große Geldausgaben sollen vermieden werden. Am 14. haben wir einen Neumond und eine Sonnenfinsternis in Schütze. Bis zum Jahresende musst du eine Entscheidung treffen in Bezug auf das kommende Jahr. Nach einer langen Zeit der Stagnierung solltest du dein Leben wieder in Bewegung setzen. Und das solltest du schrittweise tun, ja? Also nicht von heute auf morgen, mein lieber Skorpion. Auch am 14. haben wir Saturn in Wassermann eingetreten und das heißt, bis März 2023 wirst du mehr und mehr alleine für dich selbst sorgen müssen. Einige Menschen werden dein Leben verlassen und die sollte dir neue Freiheiten verleihen. Also bitte, nimm das nicht so negativ, wenn manche Menschen aus deinem Leben gehen, ja? Deine Wohnsituation sowie familiären Verhältnisse können sich bald vollständig verändern. Am 15. haben wir Venus in Schütze eingetreten und das heißt, bis zum 8. Januar 2021 gibt es eine Konstellation, die eine Trennung begünstigt. Dies gilt in geschäftlichen und privaten Beziehungen. Zwischen 17. und 19. haben wir Saturn und Jupiter in Wassermann eingetreten, eine rechtliche Auseinandersetzung in Verbindung mit einem Haus oder einer Wohnung ist möglich. Zwischen 20. und 21. haben wir Jupiter und Saturn in Konjunktion im Wassermann. Es kann auch sein, dass man auf sein Bauchgefühl hören sollte, damit man eine ernsthafte Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt trifft. Zwischen 22. und 23. haben wir Mars Quadrat Pluto. Wahrscheinlich bist du nicht so glücklich mit den Umständen und um dich herum. Es kann vorkommen, dass man sich ein bisschen eingeengt fühlt an diesen Tagen. Ja? Zwischen 24. und 28. haben wir Merkur Trigon Uranus. Du könntest eine erfreuliche Benachrichtigung oder einen wichtigen Brief bekommen. Ein langes Gespräch mit einem Geschwister, Kollegen oder Nachbar kann sich ergeben. Und dann zum Schluss haben wir zwischen 30. und 31. des Monats einen Vollmond in Krebs. Das Jahr 2022 endet mit einer Betonung auf die Vervollkommung von Prozessen und Abläufe, die sich in die Länge gezogen haben. Das kommende Jahr 2021 scheint ein Jahr der Abbrüche
und der Umwandlung für die meisten Skorpione zu sein. Lieber Skorpion, mit diesen allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für Dezember. Wenn du eine genauere und individuelle Vorausschau für das kommende Jahr oder für die kommenden Jahre brauchst, bin ich immer da für dich und du kannst gerne eine Beratung bei mir buchen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleib gesund, mein lieber Skorpion, und wir sehen uns beim nächsten Video.